Hey Leute und herzlich willkommen zu Varo 4 News, einem neuen Format hier auf meinem Kanal. Ich darf euch wirklich sehr herzlich begrüßen. Ich habe nämlich richtig Bock auf dieses Format, das einfach mal zu machen, weil ich habe so ein News-Format einfach noch nie gemacht. Ich habe Zeit für Varo 4, diese ganzen Folgen mir anzugucken, da wo es zumindest spannend wird, wie ich das irgendwie erfahre. Und dann es euch in Kurzform einfach mal zu erzählen, was da eigentlich so passiert ist, euch die Videos rauszusuchen, wo ihr dann einfach in der Videobeschreibung das einfach ganz einfach anklicken könnt oder im Video. Also ich werde das dann mit irgendwelchen Links oder so versuchen zu machen. Und ich fange einfach mal mit der ersten Folge an. Also die erste Folge in Varo 4 ging auf jeden Fall wieder richtig zur Sache. Also es gab wieder einige Kills direkt in der ersten Folge, also viele haben es aber auch überlebt, das schon mal vorweg. Fangen wir an mit dem ersten Kill. Der erste Kill war für AnyArt LP. Ganz überraschend konnte er Quotenkadel direkt in der frühen Phase des Projektes killen, mit einem Holzschwert bewaffnet, konnte er aber auch nur sehr, sehr knapp überleben. Also es war wirklich eine sehr, sehr knappe Angelegenheit, denn beide waren gleich equipped und der Lockround hat es dann quasi gerichtet und er wurde auch nochmal zurückgeschlagen und wäre fast auf Erde aufgekommen und wäre dann wahrscheinlich sogar gestorben, aber er hatte da ein bisschen Glück und hat überlebt. Der zweite Kill geht an Banks, an Dr. Banks. Er hat nämlich Kukielka aus dem Spiel genommen, relativ leicht hat er das ganze Ding überlebt und darf sich über einen Kill freuen. Der nächste Kill geht an Let's Fill. Er konnte Skate 702 direkt aus dem Projekt kegeln. Auch früh natürlich, relativ überraschend auch. Keine Chance für Skate, der da leider den Kürzeren ziehen musste. Die nächsten beiden Kills gehen an Corona. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an den sympathischen Corona, der quasi einen Double Kill gemacht hat und das gesamte Team Pogshop Media rausgeschossen hat aus diesem Projekt. Er konnte sich mit einem Holzschwert direkt durchsetzen, indem er Pogshop Media quasi verfolgt hat. Zuerst Kiwi Kilian und dann Däum aus dem Projekt gekegelt hatten, die einfach kein Equipment hatten, kein Schwert und sich nicht wehren konnten. Der nächste Kill geht an Stegi. Stegi killt SK Zockt, indem er einfach ihn niederstreckt. SK Zockt hat noch versucht irgendwie zu entkommen und hat dann einen Turnaround gemacht, aber leider gar keine Chance gegen Stegi, der da im One-on-One quasi easy gewonnen hat. Man muss aber dabei sagen, dass bei SK Zockt, dass er mit AnyArt teamt und AnyArt da ziemlich weit entfernt von SK war, sodass SK da ziemliche Probleme hatte alleine. Zudem hatte er vorher noch Probleme mit der Aufnahme, die gar nicht gestartet war, sodass er wirklich einen Nachteil hatte und da überhaupt nicht klar kam. Aber Kill für Stegi, den nimmt er natürlich gerne. Ja, der nächste Tod ist leider für Kev. Das Team Kev und Awive ging leider, muss man sagen, in dieser Folge ziemlich leer aus. Kev sah eine Höhle. In diese Höhle sind sie gegangen und sie wussten eigentlich vorher schon, da sind Leute drin. Sie sind trotzdem reingegangen. Sturmwaffel und Sarazar waren in dieser Höhle, haben sich in einem kleinen Gang versteckt, zusammen mit zwei Steinschwertern. Und haben dann gleich, als Kev diesen Gang auch noch ausgecheckt hat, drauf gehittet und so war er ziemlich low. Dann ist er geflohen in die Höhle, in die dunkle Höhle, also sie war überhaupt nicht beleuchtet, das heißt, es spawnen nun mal Mobs da. Ja, und da war dann auch noch ein Creeper und dieser Creeper ging auf Awive los, der auch noch in dieser Höhle war. Aber er schlug ihn quasi weg und in Kev rein. Das Ende des Liedes ist, Kev stirbt am Creeper, er konnte gar nichts machen. Also, ziemlich unglücklich verlaufen und dann sind natürlich Sturmwaffel und Sarazar hinter Awive her, haben ihn irgendwie gesucht, konnten ihn dann aber nicht mehr finden und so konnte Awive überleben, aber Kev leider nicht. Der nächste Tod kam relativ sehr überraschend. Stegi kämpft mit einem Creeper und der Favorit sah leider sehr, sehr schlecht aus und stirbt ziemlich unglücklich, nachdem er zwei Hits draufgegeben hat und sich total verschätzt hat und stirbt da einfach an diesem Creeper. Also sehr, sehr bitterer Moment für das Varo 4 Projekt, denn einer der Favoriten, der gerade auch eine riesen Ansage gemacht hat, auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, scheidet somit in der ersten Folge aus. Also es war wirklich ein Favorit für den Titel. Der nächste Tod ist auch sehr überraschend. Sein mit
Teampartner von Stegi, MC-Expert Tim, ja, scheidet auch aus gegen Holly LP. Holly LP sieht den guten alten MC-Expert in einer Höhle und MC-Expert war völligst überrascht. Er kam gar nicht mehr auf sein Leben klar, würde ich sagen. Er war gar nicht mehr handlungsfähig, versucht irgendwie zu fliehen, aber gar keine Chance gegen zwei Leute, stirbt somit an Holly LP und ist damit auch aus dem Turnier ausgeschieden. Also Team Stexpert quasi raus in der ersten Folge. Damit war, denke ich, nicht zu rechnen. Aber naja, so kann es schon mal gehen in Varro 4. Ja, das war's mit der ersten Folge von den Varro 4 News. Ich hoffe, ihr wisst jetzt so ein bisschen Bescheid, wo überall Action gewesen ist. Vielleicht nochmal eine kleine Anmerkung. In der Folge von Kongcrafter und Krancrafter, die ein Team bilden, gab es auch nochmal am Ende Action, denn sie konnten sich nicht ausloggen. Sie wurden nicht vom Server gekickt, da Mr. Morgame noch in der Nähe war. So konnten sie ganz, ganz knapp entkommen, indem sie sich einfach weggebaut haben. Aber vielleicht auch noch ganz spannend, da man schon die Pixel gesehen hat beim Blockabbau von Mr. Morgame, als sich Kongcraft und Krancrafter weggebaut haben und da Blöcke gesetzt haben. Sehr interessante Folge auch, denn sie haben auch somit das lustigste Video produziert. Ja, so viel aber dann zu den Varro 4 News in der ersten Folge. Wir melden uns morgen wieder mit der Folge 2, wo wir gucken, was bis dahin passiert ist. Also bis dahin, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss.